Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge zu Let's Play Arma 3. Altes Teil, gerade erstmal ein bisschen alleine hier. Ich bin sehr früh schon unterwegs. Und ja, wir gehen heute Diamanten farmen. Ja, Dias. Die bringen hoffentlich auch Geld und aua, ich habe Angst, dass ich irgendwo fucking brettere. Ich werde erstmal 3, 4 Folgen heute aufnehmen, alleine, wirklich halt nur farmen. Wie man sieht, ist nicht alles, das ist nicht alles immer nur Geld machen, Geld machen, Geld machen. Nein, du musst irgendwo farmen gehen, also halt nicht Leute ausrauben, so wie wir es gestern gemacht haben. Eine Tankstelle überfallen und ja, ne. Obwohl, es ist gerade kein Cop da, ne. Überfallen wir mal eine Tankstelle. Ihr seht, ich habe noch 4,4 Kilometer vor mir. Das heißt, ein bisschen Weg ist es noch. Dann sind wir erstmal an der Mine angekommen, dann müssen wir zur Verarbeitung zurück. Ob der liebe nette Herr auch was hat für mich. Die Kasse ist leer. Schade. Ihr seht, man kann nicht immer Glück haben. Ja, ne, dann holt man nochmal hier freundlich. Ich habe gerade auch keinen Ingame-Sound. Das tut mir leid. Ihr hört also nicht den wunderschönen Sound meines Trucks. Wir sind momentan auch allein auf dem Server. Wir spielen auf dem Server Schlachthaus. Das ist ein deutsch-österreichischer Server. Noch im Aufbau. Und ja, ich finde es nur schade, dass die Diamantenmine jetzt ganz woanders steht und nicht da, wo sie schön wäre, nämlich direkt bei der Tira. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Entschuldigung, ich bin noch leicht müde. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Also, wir haben es. 10:30 ist halt nicht gerade so die geilste Zeit. Warum? Nochmal kurz rechts ranfahren, Entschuldigung, 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 ich muss nämlich jetzt ganz genau gucken. So, wann muss ich nach rechts abbiegen? Hier. Ah, ich muss eigentlich die ganze Zeit geradeaus fahren. Ja, mal gucken, wie lang, also halt, wie lange jetzt die Folgen werden. Cool, auf dem Ingame, ich habe jetzt gerade 30 FPS, auf der Map habe ich 40. Natürlich. Auch hat keine Nebenankündigung, vielleicht wird bald nochmal ein neues Let's Play kommen. Vielleicht mache ich Risen 2 Dark Waters. Da bin ich ja noch am Überlegen. Dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Let's Play wollt oder nicht. Ey, Barzeus, Barzeus verbindet, Barzeus verbunden. Cool, ein Spieler. Ich bin jetzt nicht mehr alleine. Mal gucken, aber erstmal noch in die Tankstelle, die da vorne ist, nämlich. Noch 2,6 Kilometer. Zu meiner Rechten seht ihr jetzt alle die Salzmine bei Sofia. Bei Sofia. Und wir müssen dann wieder bis nach Hatira zur Verarbeitung. Dann müssen wir da erstmal die Lizenz kaufen. Ich habe die Lizenz noch nicht gekauft. Böser Junge, böser Junge. Wir nähern uns auch dieser Tankstelle gleich. Die Tankstelle ist nämlich kurz, bevor ich abbiegen muss. Von daher rentiert sich das gerade auch so schön. Wie ihr seht, ich habe 40.000 dabei und 6.000 auf der Bank. Und was ich auch in diesem Let's Play noch machen möchte, ist dann mir für 200.000 eine Rebellenlizenz kaufen. Für 40.000 ein Boot. 20.000 oder 50.000 eine Esther und dann werde ich mal Schildfischen gehen. Weil Schildfischen kann ganz lustig werden. Also, ich habe da schon lustige Sachen erlebt. Also von daher, lasst euch überraschen, was hier noch so passieren wird. Auf dieser schönen Insel hier, auf Altes. Oder besser gesagt, auf der Insel Stratis sind wir. Alte Stratis, glaube ich, ist alles dasselbe. Das ist leer, fick dich. Auch hier war die Kasse leer, leer. Meine Güte, haben die alle kein Geld. Dann fahren wir jetzt noch diese 1,8 Kilometer zur Diamantmine. Und dann wollen wir mal gucken. Es muss ja nicht immer nur Action in den Aufnahmen folgen. Es muss ja
Das Farmen zum Aufnehmen gehört dazu, auch wenn es halt zum Spiel dazu. 1,3 Kilometer. Wir werden auch wieder Folgen kommen mit dem lieben Venoms. Aber mit die aufnehmen wissen wir nicht, weil der will immer nur Action-Folgen haben. Das sind Farmen langweilig, aber es gehört halt wirklich dazu. Also nicht jetzt persönlich. Und falls ihr mal Bock habt mitzuzocken, naja, ihr wisst, also das Server Schlachthaus, die IP werde ich in die Beschreibung bringen. Server ist halt noch im Aufbau, hat halt noch leider keinen Teamspeak. Also keine Teamspeak-Adresse. Hilfe. Komm, fahren wir erstmal hier schön runter. Dann ist die Diamine. Hey, hier könnte man sich eigentlich ein Haus kaufen gehen. Diamantenmine. Ja, Leute, das hat gerade mein Fahrzeug zerstört. Das heißt, wir müssen dann zu dieser Tankstelle laufen, um uns ein Toolkit kaufen zu können. Und hier gesetzt die Diamanten. Du hast einen Rohdiamant gehackt. Ja, jetzt fahren wir hier schön unsere Rohdiamanten. Und der Inventar müsste doch voll sein, glaube ich, oder? Mit 17, ja, mit 17 Diamanten ist unser Inventar voll. Oh, schön den Frontreifen zerstört. Also nochmal 17 Rohdiamanten drinne. Ja, Freunde, Entschuldigung für den langen Cut jetzt hier. Ich habe jetzt Hilfe bekommen, weil mein Fahrzeug auch noch stecken blieb auf einmal. Ja, dann haben wir gerade von einem freundlichen Spieler Hilfe bekommen. Der geht dann auch noch mit uns zusammen farmen. Aber der macht erstmal seine Dias. Ich fahre schon mal vor, weil er hat Tempest. Das dauert ein bisschen lange. Und ich will dann meine Tools noch zu Ende bringen. Und ja, ne, also wir fahren es zur Diamantenverarbeitung. Davor müssen wir noch mal zu einem Bankautomaten und für eine Diamantenlizenz, um Diamanten zu verarbeiten. Die bringen jetzt aber leider ein bisschen weniger. Preis ist leider nach unten gegangen. Aber das soll uns ja am Ende nicht stören. Auf unserem Weg zu einer Rebellenlizenz plus Schildkrötenfarmen. Und wer weiß, wie schnell wir das zusammenkriegen. Wahrscheinlich müssten wir das ganze Geld gleich zusammen haben. Durch einmal Diamanten farmen. Dann habe ich das Geld für zusammen 3 Rebellenlizenz plus Waffe plus ein Boot. Und dann geht's zum Naturschutzgebiet. Und dann heißt es Schildkrötenfarmen. Ja, ja. Mama, kann man jetzt eigentlich ausrauben? Die Tankstelle hier vorne. Ich will mal kurz was überprüfen. Leider war die Kasse hier wieder leer. Naja, dann fahren wir jetzt einfach wieder mal zurück. Aber wir verstecken dann noch am Boden fest und das war richtig scheiße. Aber wir wurden freundlicherweise ja uns geholfen und jetzt dürfen wir noch 8 Kilometer fahren. Dann sind wir bei der Diamantenverarbeitung angekommen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was da so abgeht. Diese 7 Kilometer werden wir noch ganz schön in sich haben, halt vom Fahren her. Sich von in sich haben gemeint, sondern wirklich vom Fahren her.
Ja, ganz schön ruhig hier alles.